Aber das ist vorbei. Dann haben wir sie abgesehen. Dann haben wir sie abgesehen. Ja. Wo kommen die jetzt an? Das neue Gate. Wo ist das? Vorne. Stadtörli. Ab dem Stadtörli kommen die an. Also, dann mit der Mutter von NL. Ja, die brauchen wir unterbrechen. Oh, schau mal da. Oh, nie, schau. Wenn es nicht zu viel wird mit den Leuten. Der Platz ist auch für Kinder und für Gäste von Rheinfelden sehr zentral. Es ist nahe bei der Altstadt, nahe beim Storchennest-Sturm, wo ja auch wieder der Besuch auf dem Storchennest schon wieder da ist.
Wie eine Geiss. Und dann hat er seinen ganzen Mut zusammengenommen und ist auf die Mauern da oben aufgestiegen. Die da hinter mir. Und ist über die Mauern gelaufen, hat zu den Schweden runtergeschaut und hat Mäh gemacht. Und die Schweden, die sind aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Die haben gemeint, da hat es nichts mehr zu essen in dieser Stadt. Und jetzt hat es hier ja noch Geissen oder Geissböcke, die gut genährt über die Stadtmauern spazieren. Also haben die Schweden gedacht, Jesus Gott, die haben ja noch so viel zu essen, da verhungern wir vorher vor dieser Stadt. Sie sind entmutigt, abzottelt und sind in Laufenburg belagern und so ist Rheinfelden gerettet gewesen. Das ist die Geschichte von Geissli von Rheinfelden. Wegen dieser haben wir auch einen Geissgast hier gerade hinten an uns. Vom Obertor drab zum Albrechtplatz. Das ist unsere berühmte Geschichte und jetzt wisst ihr immer, wenn ihr Geissli seht, was das mit der Stadt Rheinfelden für einen Zusammenhang hat. Dankeschön und nur ein bisschen schnell.